Ich sehe dich nicht, ja, aber du, ich sehe mich nur hier, kannst nachher auch wiedersehen. Also Lektion A2.6.3, das sind Lektion A2. Thema: Achtung, Kofferdiebstahl. Achtung, Kofferdiebstahl. Achtung, Achtung, hier ist die Polizei. Achtung, Achtung. Am Samstagabend ist im Bahnhof Hauptmannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Achtung, Achtung, hieß die Polizei. Achtung, Achtung, ich wiederhole. Am Samstagabend ist im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Genau, verschwunden ist am Samstagabend im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer. Okay, jetzt kannst du mal vorlesen, ein bisschen langsam. Weiter mit. Nein, das hier. Also von Anfang? Achtung, Achtung. Ja. Achtung, Achtung, hier ist die Polizei. Achtung, Achtung. Am Samstagabend ist im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Achtung, Achtung, hier ist die Polizei. Achtung, Achtung. Ich wiederhole. Am Samstagabend ist im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Genau. Verschwunden ist am Samstagabend im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer. Sehr gut. Ich probiere noch einmal. Achtung, Achtung, ist die Polizei. Achtung, Achtung. Am Samstagabend ist im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Achtung, Achtung, ist die Polizei. Achtung, Achtung. Ich wiederhole. Am Samstagabend ist im Hauptbahnhof Mannheim ein dunkelblauer Koffer verschwunden. Genau. Verschwunden ist am Samstagabend im Hauptbahnhof Mannheim. Gut, also meine Frage, was ist verschwunden? Kannst du antworten? Ein dunkelblauer Koffer Wo? im Hauptbahnhof Mannheim. Aha, und wer hat diesen Aufruf gesprochen oder gesagt? Die Polizei. Die Polizei. Und wann war das? Wann der Koffer verschwunden ist? Ja. Samstagabend. Stimmt. Nächste Folie. Dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Ja, genau, er gehört dem Bürgermeister. Wiederhole, dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Nochmals, er gehört dem Bürgermeister. Kannst du mal lesen? Dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Ja, genau, er gehört dem Bürgermeister. Ich wiederhole, dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Nochmals, er gehört dem Bürgermeister. Gut, ich kann nochmal wiederholen. Dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Ja, genau. Er gehört dem Bürgermeister. Ich wiederhole, dieser Koffer gehört dem Bürgermeister. Nochmals. Er gehört dem Bürgermeister. Warum sagt man, er gehört dem Bürgermeister? Warum wiederhole ich nicht der Koffer und schreibe da er da? Weißt du, was das ist? Warum? Schreibe er gehört dem Bürgermeister, anstatt der Koffer. Weil es kürzer ist. Verstehst du, was er ist? Ja, er ist der Koffer. Er ist der Koffer. Also ich schreibe nur kürzer. Und was bedeutet Bürgermeister? Der politische Anführer der Stadt. Also Stadtvorsitzender. Ja, Staatsvorsitzender. Oder? Ja. Von der Stadt. Ja, von einer Stadt. Ja, eigentlich heißt das Stadtmeister. Warum heißt das Bürgermeister, nicht Stadtmeister? Historisch? Historisch? Ja, Wo kommt historisch. das her? Weiß ich nicht. Du weißt das nicht. Weil Bürgermeister, wenn du zum Meister Beispiel der Bürger. als Chef von den Bürgern, okay. Nächste, ich lese vor. Beachten Sie bitte Folgendes. Der Koffer hatte an der Fahrplantafel des Gleises 11 gestanden. Richtig, an der Fahrplantafel des Gleises 11 hat er gestanden. Ich betone, der Bürgermeister hat den Koffer an der Fahrplantafel des Gleises Nummer 11 abgestellt. Nochmals, er hat ihn an der Fahrplantafel des Gleises Nummer 11 abgestellt und Passagiere beobachtet. Beobachteten zu dieser Zeit einen jungen Mann. Aha, kannst man wiederholen? Beachten Sie bitte Folgendes.
Der Koffer hatte an der Fahrplantafel des Gleises 11 gestanden. Richtig, an der Fahrplantafel des Gleises 11 hat er gestanden. Ich betone, der Bürgermeister hat den Koffer an der Fahrplantafel des Gleises 11 abgestellt. Nochmals, er hat ihn an der Fahrplantafel des Gleises 11 abgestellt. Und Passagiere beobachteten zu dieser Zeit einen jungen Mann. Kannst du mal erklären, was heißt Fahrplantafel? Dort sieht man die Abfahrtszeiten der Züge. Du meinst Fahrplantafel? An der Fahrplantafel, ja. Was kann man da lesen? Die Abfahrtszeiten der Züge kann man an der Fahrplantafel lesen. Und welche Farbe hat dieser Plan? Der Plan ist gelb. Ist gelb. Kann man die Uhrzeit? Genau. Von den Zügen. Gut. Also wo hat der Bürgermeister seinen Koffer vergessen? Der hat ihn an der Fahrplantafel des Gleises 11 vergessen. Und abgestellt. Dort abgestellt zumindest. Aha. Und Passagiere beobachtet das. Ein junger Mann. Ja. Ist das verdächtig? Bisher noch nicht. Okay. Aber Sie haben einen jungen Mann gesehen. Okay. Ich wiederhole, zu dieser Zeit beobachteten Passagiere einen jungen Mann. Nochmal. Ein junger Mann wurde von den Passagieren zu dieser Zeit beobachtet. Die Passagiere vermuteten, weil sich dieser Mann etwa eine Viertelstunde lang in der Nähe des Koffers aufgehalten hat, niemand an, dass er den Koffer gestohlen hat. Dass dieser Mann den Koffer gestohlen hat, ist auch meine Meinung. Hoppla, ist weggegangen. Okay, nächste. Beachten Sie bitte folgende Beschreibung. Der verdächtige Mann, ein junger Mann, ist etwa 1,65 Meter groß. Er trug eine Sonnenbrille mit einem schwarzen Rand. Er hat eine braune Jacke und eine schwarze lange Hose an. Ich wiederhole, ca. 1,65 Meter groß ist er. Er trug eine Sonnenbrille mit einem schwarzen Rand, eine braune Jacke und eine schwarze lange Hose an. Hat er auch an. Auf dem Kopf trug er einen weißen Hut. Kannst du mal wiederholen? Ich wiederhole. Zu dieser Zeit beobachteten Passagiere einen jungen Mann. Nochmals. Ein junger Mann wurde von Passagieren zu dieser Zeit beobachtet. Die Passagiere vermuteten, weil sich dieser Mann etwa eine Viertelstunde lang in der Nähe des Koffers aufgehalten hat, nimmt man an, dass er den Koffer gestohlen hat. Dass dieser Mann den Koffer gestohlen hat, ist auch meine Vermutung, weil er sich etwa eine Viertelstunde lang in der Nähe des Koffers aufgehalten hat. Beachten Sie bitte folgende Beschreibung. Der verdächtige junge Mann ist etwa 1,65 Meter groß, er trug eine Sonnenbrille mit einem schwarzen Rand, hatte eine braune Jacke und eine schwarze lange Hose an. Ich wiederhole, ca. 1,65 Meter groß ist er. Er trug eine Sonnenbrille mit einem schwarzen Rand, eine braune Jacke und eine schwarze lange Hose hatte er auch an. Auf dem Kopf trug er einen weißen Hut. Okay. Wie groß ist der Mann? 1,65 Meter. Das heißt, wie viel Zentimeter? 165 Zentimeter. Aha. Er hat eine Sonnenbrille an. Sonnenbrille. Ja, eine mit schwarzem Rand. Was heißt schwarzen Rand? Dass das Gestell vermutlich schwarz ist. Aha. Und ein braunes Jacke. Ja. Was bedeutet Jacke? Es ist ein Kleidungsstück, das man im Winter trägt, um warm zu bleiben. Also darunter ist ein Hemd oder ein Unterhemd. Ja, zieht man drüber. Zieht man rüber. Aha. Warum hat er Sonnenbrille an? Kann sein, dass er sein Gesicht verstecken möchte. Also, um unerkannt zu werden. Genau. Auf dem Kopf, was hat er noch auf seinem Kopf? Einen weißen Hut trägt er. Einen weißen Hut hat er noch. Okay, nächste Folie. Außerdem sagt man auch, dass auf seinen rechten Wange wahrscheinlich wegen einer Streiterei eine tiefe Narbe sichtbar ist. Ich wiederhole, es ist eine wichtige Information, dass auf seiner rechten Wange wahrscheinlich wegen einer Streiterei eine tiefe Narbe sichtbar ist. Ich möchte auch hiermit weitere Informationen zu dem Koffer des Herrn Bürgermeisters bekannt machen.
Der Koffer, ein dunkelblauer Samsonite, hat die Abmessung 86 mal 58 mal 36 cm. Ja, ich wiederhole, das ist ein dunkelblauer Samsonite. Er hat die Abmessung 86 mal 58 mal 36 cm. Hierzu gibt es noch weitere Informationen. In dem Koffer des Bürgermeisters sind ein grüner Aktenordner und ein schwarzer Herrenhut. Ist lange Zeit. Kannst du mal wiederholen? Außerdem sagt man auch, dass auf seiner rechten Wange, wahrscheinlich wegen einer Streiterei, eine tiefe Narbe sichtbar ist. Ich wiederhole. Es ist eine wichtige Information, dass auf seiner rechten Wange, wahrscheinlich wegen einer Streiterei, eine tiefe Narbe sichtbar ist. Ich möchte auch hiermit weitere Informationen zu dem Koffer des Herrn Bürgermeister bekannt machen. Der Koffer, ein dunkelblauer Samsonite, hat die Abmessungen 86 x 58 x 36 cm. Ja, ich wiederhole. Das ist ein dunkelblauer Samsonite. Er hat die Abmessungen 86 x 58 x 36 cm. Hierzu gibt es noch weitere Informationen. In dem Koffer des Bürgermeisters sind ein grüner Aktenordner und ein schwarzer Herrenhut. Was, also der hat eher eine Narbe auf seiner rechten Wange. Korrekt. Wo ist, was heißt Wange hier? Eine Seite des Gesichtes. Also ein Wange, eine dicke Wange, sagt man immer. Warum ist die Wange immer dick? Wenn man draufgehauen bekommt. Dann schwillt sie an. Ist doch Schmerzentzündung. Also, wer ist das? Zahnfleischentzündung. Ach so, ja. Oder? Ja. Dann haben wir eine dicke Wange. Oder tiefe Narbe. Woher kommt diese tiefe Narbe? Kann sein, dass ihm ins Gesicht gekratzt wurde oder er geschnitten wurde im Gesicht. Aha, mit dem Messer. Genau, deswegen wird die Streiterei erwähnt. Aha, das ist schlimm bei der Streiterei. Ja? Okay, und. Der Koffer von dem Bürgermeister hat die Abmessung 86, 58 und 36. Okay. Ist das die mittlere oder der mittlere Koffer oder der größte Koffer? Weißt das sind größere Koffer, glaube ich. Der große Koffer. Im Moment ist es verboten, ja, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Ja, als Handgepäck wäre das verboten. Ja. Also das darf man mit dem Zug noch fahren, aber im Flugzeug ist es nicht mehr erlaubt. Ja, oder man macht Check-in damit. Dann geht es. Okay. Und was ist da noch in dem Koffer von dem Bürgermeister? Ein grüner Aktenordner und ein schwarzer Herrenhut. Also schwarzen Herrenhut ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber ich meine, grüner Aktenordner ist sehr wichtig. Ja? Ja. Was glaubst du, was da drin ist? Da könnten geheime Informationen vielleicht drin sein, die nur die Stadt wissen sollte. Aha. Und Samsonite, was ist das? Das ist eine Koffermarke. Bekannt. Ja. Und auch sehr teuer. Ja. Was kostet das? Haben Sie mal geguckt? Ja, so also zwischen 200 und 500 Euro kann das kosten. Mann, so teuer. Okay, nächste Folie. Weil die Polizei die genaue Beschreibung des jungen Mannes hat, hoffe ich, dass man den Kofferband findet. Eine Bitte an alle, Nachrichten über die verdächtigte Person oder über den gestohlenen Koffer nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Kann man wiederholen? Weil die Polizei die genaue Beschreibung des jungen Mannes hat, hoffe ich, dass man den Koffer bald findet. Eine Bitte an alle. Nachrichten über die verdächtige Person oder über den gestohlenen Koffer nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Also man hat die Hoffnung, den jungen Mann wieder zu erwischen oder festzunehmen. Was heißt Polizeidienststelle? Ist der Ort, wo die Polizei arbeitet. Und wie viele Dienststellen gibt es in Mannheim zum Beispiel? Mindestens zwei. Mindestens zwei. Ja, zwei von denen ich weiß. Und was ist der Unterschied zwischen Polizeidienststelle und Polizeipräsidium? Gibt es das Präsidium nur einmal? Und die Dienststelle sind alle Stellen bei der Polizei. Also, also Niederlassung meinst du? Warum sagt man nimmt entgegennehmen, nicht sammeln, empfangen? Nimmt jeder entgegen. Entgegennehmen, was heißt das?
Ja, annehmen. Ich würde sagen, empfangen ist eher, wenn es um Personen geht. Und entgegennehmen können auch Gegenstände sein, wie hier in dem Fall. Man nimmt Informationen entgegen. Ja. Also ist das übliches deutsches Wort oder es gibt noch ein Synonym dafür? Entgegennehmen, annehmen. Entgegennehmen ist häufiger Ja, oder entgegennehmen eindeutiger. ist häufig, ja. Ist eindeutiger, oder? Okay, man nimmt Informationen entgegen. Sehr gut. Okay, das ist hier nur eine kurze Zusammenfassung. Das ist ein Koffer, Samsonei, von dem Bürgermeister und die Polizei sucht und sucht und ein junger Mann ist verdächtig und das ist ein Samsonite. Man hofft mit dieser Information, dass man den Mann findet. Jetzt die Frage, was wird gesucht? Ein blauer, dunkelblauer Samsonite-Koffer. Und wo war das? Am Hauptbahnhof Mannheim. Und wann war das? Samstagabend. Und wer spielt dabei die Rolle? Das war der Koffer des Bürgermeisters und ein junger Mann. Aha, und warum? Weil der Koffer des Bürgermeisters geklaut wurde und der junge Mann hat sich beim Koffer Aha. befunden. Und denkt jemand von, wie kann das passieren? Bitte? Wie kann das passieren, dass er geklaut wird oder gestohlen wurde? Indem der Bürgermeister unaufmerksam war. Der hat wahrscheinlich den Fahrplan studiert oder wie. Zum Beispiel, ja. Hast man Hoffnung, den Mann zu finden? Ja, man kann eine recht genaue Beschreibung. Aha. Okay. Jetzt versuchst du mal irgendeine Frage zu stellen, die von dem Text irgendwie sinnvoll ist. Wie lange hat der Mann sich beim Koffer aufgehalten? Zum Beispiel, oder was befindet sich im Koffer? Ja. Wie groß ist der Koffer? Die Information ist wichtig. Also, wenn es Information war, das? Die Abmessungen des Koffers. Ja, oder von dem jungen Mann. Ja. Gut.